Hallo zusammen, hier ist wieder Hotella und Shashida für euch in Shadowlands unterwegs. Uns wollte ich heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute wollen wir mal wieder ein paar Bergungskisten aus der Garnison öffnen. Und dazu war ich schon fleißig, habe ein paar gesammelt. Wir möchten insgesamt 20 von den großen Bergungskisten jetzt zusammen aufmachen. Und ich hoffe, dass ich das ein oder andere Item drin habe. Denn ich brauche beim Magier noch Schuhe, Schultern, einen Zauberstab und noch Handgelenke. Und jetzt würde ich sagen, gucken wir einfach mal rein, was dran ist. Dafür ziehe ich das jetzt mal, obwohl den Chat brauchen wir nicht größer machen, so viel wird da jetzt auch nicht rauskommen. Also die ersten haben wir jetzt ein bisschen Garnisonsressourcen, rohes Tierleder, gut, das bringt ein bisschen Gold, jetzt nicht übertrieben viel. Die Kisten sind übrigens aus der Garnison, wenn ihr hier dieses Wiederverwertungsgebäude aufgestellt habt, so wie ich, und dann ein paar Missionen macht, dann habt ihr eine Chance, die rauszukriegen. Es scheint aber nur von den größeren Missionen zu kommen. Bei den kleinen kriegst du oder kriegst meistens halt allgemein hier diesen Sack mit Bergungsgut. Da ist nichts drin. Das ist quasi so der Zonksack. Und wenn du ein bisschen Glück hast, kriegst du diesen großen Beutel oder große Kiste, besser gesagt. Und da können dann die T-Mog-Items drin sein. Können, sage ich hier, weil ich anscheinend gerade nicht so viel Glück habe. Also bis jetzt war noch gar nichts drin. Einfach nur ein paar Materialien. Und hier diese Upgrade-Items, ne, die ganz nett sind. Dann kann man nämlich seine Anhänger ein bisschen hochbasteln. Ich kann das mal, hier können wir draufklicken. Garnison. Und zwar kann man die Gefährten hier vom Item-Level ein bisschen hochbasteln. Bis auf 675, das ist das Maximum. Die meisten habe ich bei dem Magier, oder? Na, sogar schon alle. Na, der fehlt noch, also ein paar. Ne, ein paar kann ich noch verbessern. Aber die allermeisten habe ich schon oben. So, komm, gib mir doch wenigstens ein T-Mog-Teil hier. Ich glaube, das sieht eher schlecht aus. Oh boy, wir sind halt komplett mit null Items ausgegangen, ne? Ein paar Sachen habe ich hier gekriegt, die ich verkaufen kann, aber naja, schade. Gut, dann würde ich sagen, verabschiede ich mich an der Stelle. Wir sehen uns wieder bei den nächsten 20 Kisten. Und ich hoffe, da habe ich dann ein bisschen mehr Glück. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.